was soll ich sagen? 1:1 am Ende gegen Stuttgart, das fünfte Unentschieden im sechsten Spiel für unseren ersten FC Nürnberg. Obwohl es wirklich kurz nach der Halbzeit so aussah, als wollten wir hier wirklich mal das Spiel ohne Zittern und Bangen über die Runden bringen. Es hat leider nicht geklappt. Wir haben wieder ein Gegentor bekommen. Natürlich stark gespielt von den beiden Stuttgartern. Hanik auf Ibisevic, der das Ding da ganz locker eingeschoben hat. Die Teamansprachen haben wieder beide funktioniert. Haben nicht verloren, wie es vorher angekündigt war von mir. Das wird zwar moraltechnisch den Jungs helfen, aber die Sturmmisere, die beschäftigt mich gerade sehr. Wir sehen es auch Sebastian Polter, der wirklich die Chance jetzt hatte. 4,5 im Sturm, also er hat sich keinen Zweikampf wirklich um die Ohren gehauen, hat einfach sich jedes Mal den Ball abnehmen lassen. Wenn er dann nicht, hat er schlechte Pässe gespielt. Bester Spieler bei uns war Markus Vollner, den ich anfangs auf die Kiyotake-Position gestellt habe. Er hat auch das Tor gemacht, nachdem Eswein den Ball schön überlegt quer gespielt hat. Statistikmäßig, mal schauen, was hier steht. Ja, Stuttgart einen Torschuss, das kommt nicht ganz hin. Am Ende hatten sie nochmal ganz knapp vorbeigeschossen, wo ich schon eigentlich damit abgeschlossen hatte, hat uns die erste Saisonniederlage quasi schon zugestanden. War aber nicht der Fall. Wir waren eigentlich ganz gut dabei. Das Spiel war eigentlich, glaube ich, beinahe ausverkauft. Nein, nicht ganz. Knappe 46.000, 45.000 Zuschauer drin. Ist nicht so schlecht. Ja, wir rutschen zwei Plätze ab. Von der 9 auf die 11. Wir haben in 6 Spielen gerade mal 4 Tore geschossen. Das ist der viertschlechteste Wert. Aber selbst man sieht es, selbst die Hannoveraner, die oben mit 13 Punkten auf dem zweiten Platz stehen, haben erst 5 Tore. Wir bekommen aber da ja auch wenig Gegentore und deswegen sind wir noch nicht ganz unten angekommen. Die Bayern haben sich jetzt ein bisschen abgesetzt, weil Hannover verloren hat. Leverkusen auch nur unentschieden. Die Hoffenheimer sind jetzt wirklich ganz oben angekommen, auf dem vierten Platz, der zur Champions League-Qualifikation berechtigen würde. Hamburg dahinter, Frankfurt und dann die Fürther. Die beiden Aufsteiger ganz stark. Der andere Aufsteiger, Fortuna Düsseldorf, fünfte Klatsche in Folge. 3 Punkte, vorletzter. Die Bremer haben den Aufwärtssprung des letzten Sieges auch nicht retten können. Verlieren zu Hause gegen die Bayern. Die Dortmunder, ja, die waren gegen uns schon nicht so stark, aber das ist anscheinend wirklich nicht nur eine Tagesform gewesen. Die sind nicht gut gestartet als Meister und Pokalsieger, nur 13. Jetzt verloren gegen Gladbach zu Hause. Sehr bitter. Wir schauen mal in die Stimmen rein. Packard sagt, für mich war es wichtig zu sehen, dass ich konditionell mithalten konnte. Ja, Kunststück, mein Freund. Wenn du in der gefühlt 75., 80. Minute eingewechselt wirst, dann soll es sehr normal sein, dass du mit den Jungs da mitgehen kannst und vor allem konditionell keine Probleme hast. Das wird sich erst wieder zeigen, wenn du dann wirklich von Anfang an spielst. Oh, die Elf des Tages ist komplett blau, bis auf 2 Ausnahmen. Das sind die beiden Frankfurter, Demidorf und Obchipka. Sonst nur Hamburger, Schalker und Hoffenheimer in der Mannschaft. Habe ich auch so noch nicht gesehen. Ja, ich bin mal gespannt, wer der Erste von uns sein wird, der sich mal dort einreiht in die Elf des Tages. Teamleistung stehen wir genau in der Mitte der Tabelle. Notenschnitt ist 3,41. Ja, 3 minus. Nichts Berauschendes, aber auch nichts wahnsinnig Schlechtes. Ja, so sieht es nämlich aus im Moment. Beste Spieler, da sind wir immer noch vertreten, jetzt aber weiter unten. Nur auf Rang 17 mit Raphael Schäfer, unserem Torwart. Ja, den wird es auch wurmen, dass er nicht zu Null gespielt hat. Wir führen nach wie vor die Fairplay-Wertung an. Mal schauen, ich muss mal gucken, gegen wen wir als nächstes spielen. Das ist, glaube ich, Freiburg, genau. Es wird nämlich mal ganz interessant zu gucken, ob hier jemand ausfällt mit Karten oder hier Verletzungen. Na, ist keiner dabei von Freiburg. Da kann man nämlich dann immer schon ungefähr ein bisschen planen. Der und der fällt aus und so weiter. Marcos Antonio hat wieder 100% seiner Zweikämpfe gewonnen. Niedermeier nicht, aber das hat mich gewundert. Eigentlich jedes Mal, wenn ich ihn gesehen habe, hat er dem Polter den Ball abgeluchst. Ja gut, gehen wir weiter. Unsere Reserve verliert gegen Bamberg zu Hause. 2:0. Schade.
Spieler des Monats ganz überlegen. Über 50%, 56,7% sagen Mandzukic war der Spieler des Monats September. Ibisevic scheint auch in guter Form gewesen zu sein. Hat nicht nur das Tor gemacht gegen uns, steht hier auch in der Liste als Zweitplatzierter. Spielen sie drei Ligaspiele in Folge unentschieden. Ja, okay, dafür ist es gut, um die fehlenden Sachen noch bei den Manager-Points hier abzusahnen. Polter wird für einen Tag ausfallen. Das können wir verschmerzen. Ja, Kiyotake ist noch für 5 Tage weg. Da müssen wir mal schauen, ob er gegen die Freiburger wieder spielen kann oder dann erst nach der Länderspielpause. Florian Ballas war Spieler des Tages, Abwehrspieler. Gucken, ob wir wirklich auch unterlegen waren oder wie es ausgesehen hat, ob wir einfach die Chancen nicht genutzt haben. Na, wir waren wirklich unterlegen, also absolut verdienter Sieg für die Bamberger. Starker Aufsteiger. Das wird uns natürlich ein bisschen jetzt zurückwerfen in der Tabelle. Wir waren ja ziemlich weit oben, sogar Tabellenführer gewesen. Jetzt sind wir abgerutscht auf die 4. Ist immer noch ein klasse Ergebnis. Mein Ziel war ja auch vor der Saison gewesen, dass die Jungs den Abstieg vermeiden. In Sachen Aufstieg kannst du dann halt nur sprechen, wenn mal eine Saison vorbei ist und du den Kader für die zweite Mannschaft dann selber zusammenstellst. Gucken, was die A-Jugend gemacht hat. Die haben gewonnen gegen Bayer Leverkusen. Starke Performance der Mannschaft. Dritter der A-Jugend-Bundesliga. Die B-Jugend hat auch gewonnen gegen die Bayern. Also wirklich ein klasse Wochenende, abgesehen von den beiden Top-Mannschaften. Erste, zweite Mannschaft haben verloren, beziehungsweise unentschieden gespielt. Die Jugend reißt es so ein bisschen raus. So, New Center haben wir noch ein bisschen was. Folter ist wieder fit. Ich kann den Weihnachtsmann hier oben hin klatschen. Es passt ja gerade auch zur realen Welt. So, da ist der Weihnachtsmann. Ist sogar ein roter Weihnachtsmann und kein Zalando-Weihnachtsmann. Sieht man ja im Moment immer in der Werbung. Ja, Leute. Ich habe ja in der, vorletzte Folge, habe ich ja versucht, den Rafinha zu bekommen. Für unsere Sturmmisere. Es hat nicht geklappt. Er hat aus irgendwelchen Gründen, war ihm der Verein nicht hoch angesehen genug. Ich würde es gerne nochmal versuchen bei ihm. Ob sich jetzt vielleicht was getan hat. Leihangebot. Und jetzt geht's anscheinend. Gut, wir haben ein Transferbudget. Ist ja verwunderlich. Transferbudget von 958.000. Das hatte ich ja ein bisschen erhöht, weil ich mir schon dachte, dass wir für diese Ausleihe ein bisschen Geld in die Hand nehmen müssen. Darf gegen einen Verein spielen? Machen wir mal nein. Das wird sowieso nicht passieren, aber das wird wahrscheinlich hierfür sinnvoll sein. Gehalt, ich könnte versuchen, ein bisschen runterzugehen, aber das übernehmen wir dann auch. Wir gehen bis, gut, andere Möglichkeit als 2013 haben wir nicht. Mal schauen, was die Leihgebühr, ich würde noch nicht so hoch ansetzen. Sagen wir mal 650.000 Leihgebühr. Beziehungsweise ich gehe mal ein bisschen höher hier, 725. Und jetzt werde ich mal versuchen, eine Kaufoption so auszuhandeln. Wieso geht es da nicht? Na, jetzt immer. Vielleicht kann ich den Haken jetzt schieben. Na, irgendwie geht es nicht. Muss ich es so versuchen, aber das wird wahrscheinlich ein bisschen dauern, bis ich das so eingestellt habe. Na, jetzt geht's schneller. Ist klar. Er hat natürlich einen Marktwert von 6,75 Millionen. Ist ein bisschen, ich würde sagen, könnten die aber auch rauslassen. Ich will nicht, dass es dann daran scheitert, an der Kaufoption. Die ist eh unrealistisch. Ist besser, er spielt dann mal ein bisschen bei uns. Ein halbes Jahr und dann schauen wir mal. Er soll uns ja weiterhelfen, die Mannschaft dort zu positionieren, wo wir es gerne hätten. Er muss dann wirklich schauen, dass wir die Sturmmisere da so ein bisschen abmildern. Gut, ich werde es dann mal abgeben. Mal schauen, was die sagen. Akzeptiert. Er kommt dann im Januar zu uns. Kann er wenigstens mal ein halbes Jahr mitspielen. Mal schauen, wie es danach aussieht, was der Markt jetzt sagt, ob der dann über 10 Millionen geklettert ist. Hat er schon, mal schauen, er hat noch kein Spiel für die erste Mannschaft gemacht. Ist anscheinend ein Leistungsträger in der zweiten. Ja, es ist doch schon mal ein Erfolg. 750.000 Euro Leihgebühr, kann man auch nichts sagen für so einen Spieler. Nürnberg ist ja sowieso, wissen ja viele bestimmt, eher so der Ausleihverein in den letzten Jahren.
Ich sagte nur mal Spieler wie Julian Schuster zum Beispiel, nicht Julian Schuster, der bei Dortmund uns letztens, Julian Schieber, genau sowas, richtig, Schuster war von Freiburg. Julian Schieber oder auch der Daniel Didavi auch von Stuttgart. Jetzt halt der Polter ist der momentane, die momentane Ausleihe. Von daher passt es schon. Wenn halt ein Spieler von Barcelona, der ist ja nicht verkauft, also das ist ja eine Leihe. Das hilft uns weiter, das hilft dem Spieler weiter, denn er spielt nicht in der zweiten Liga irgendwo, sondern in der europäischen Top-Liga. Also von daher unrealistisch würde ich das nicht nennen. Hätten wir ihn jetzt gekauft, dann hätte ich gesagt, der Realismus hätte ein bisschen gelitten darunter, aber so ist es von meiner Meinung nach schon vertretbar. So, wir gucken mal in den privaten Bereich. Wir gehen mal Golf spielen, Familie, alles bestens. Ich kann demnächst mal gucken, ob ich hier eine Bude kaufe, dass die alte zufrieden ist. Abgesehen von unserer Bude, die auf dem Trainingsgelände steht. Aber da will die bestimmt auch nicht immer hausen. Da ist nichts mit shoppen gehen und Disco abends. So, müssen die paar Spielergespräche noch für die Woche nutzen, die wir bestimmt noch haben werden. Timmy Simmons. Ja, Lusek soll jetzt langsam mal fit werden. Ich muss ihn hier mal ein bisschen einbinden bei den Gesprächen natürlich auch. Messi möchte die Elfmeter schießen. Das haben wir ihn ja auch so eingestellt. Er ist ja unser Top-Elfmeterschütze. Du hast gut trainiert. Auf jeden Fall. Er hat ja auch nicht schlecht gespielt. Die aktuelle Entwicklung ist toll, dass ich oft spiele. Ist einfach nur großartig. Jo, 5 Moralpunkte. Nochmal geht's nach oben. S-Wein. Den hätte ich ja gerne mal gelobt für die Vorlage, aber anscheinend war das restliche Spiel von ihm nicht gut genug. Balic gut trainiert. Er gewinnt auch 5 Moralpunkte. Peckhardt, was hat er denn für Ziele? Möchte sich verbessern? Möchte einen Trainer, dem er absolut vertraut? Anscheinend ist es schon gegeben. Klasse. Im nächsten Spiel brauche ich in Topform gegen Freiburg. Und wer kommt denn danach? Augsburg? Naja, das sage ich mal nicht, oder? Eigentlich ist es schon so, dass er spielen soll. Na, kann ja nichts schaden. Sag mal, sagen wir es ihm mal. So, 3 Moralpunkte. Er verspricht es, sich da absolut reinzuhängen. Gebhardt, sag ich mal, du hast das Talent, mach endlich was raus. Freut sich, dass sie sein Talent erkannt haben. Er sieht aber auch keinen Grund, ihn jetzt zu kritisieren. Unveränderter Zustand. Schade, ich hatte gedacht, vielleicht kann ich da ein bisschen was rausholen. So, für die zweite Mannschaft müssen wir uns noch ein bisschen was aufheben. Die sind jetzt im Moment natürlich ein bisschen runtergezogen nach der ersten Niederlage oder zweiten Niederlage. Die erste war, glaube ich, ganz am Anfang, erster Spieltag. Möchte sich verbessern. Gib im Training alles, sage ich ihm. Er nimmt es nicht so an. Noah Koczkowski, Abwehrspieler. Soll auch mal im Training alles geben. So, und die letzte würde ich gerne an Beza Halimi richten. Was hat er denn für Ziele? Möchte sich verbessern, möchte gerne höhere Ziele sehen, sage ich ihm. Weil er hat das Zeug, wirklich ein Großer zu werden. Und da muss er jetzt früh anfangen am besten. Von daher ist es schon in Ordnung. So, hier unten scheint alles in Ordnung zu sein soweit. Die Scouts, ja, er beobachtet Freiburg. Im Moment habe ich keinen Jugendspieler, den ich scouten kann. Theoretisch, ich könnte ihn mal nach dem Freiburg-Spiel, wo wir die Pause haben für 2 Wochen, werde ich ihn, glaube ich, mal auf eine A-Jugend ansetzen, von den Bayern zum Beispiel. Oder vielleicht nicht unbedingt die Bayern, irgendwas, was so ein bisschen auf unserem Niveau ist oder Zweitliga ist. Vielleicht holen wir da noch ein paar Juwele aus den Jugenden der Vereine, der Betreffenden. So, gehen wir mal weiter vor. Also Rafinha, das Ding ist jetzt erstmal durch, also er wird zu uns kommen. Das wird einige freuen, denke ich. Ich bin auch schon gespannt, weil wir müssen was tun. Ich hatte ja wirklich am Anfang, ich war skeptisch gewesen. Und habe gedacht, es müsste mit den Stürmern doch passen, vor allem mit den Voraussetzungen, die die Jungs haben. Auch vom Spielsystem, wie wir jetzt spielen. Dass es wirklich dann mit den Außenspielern, mit Flanken sehr gut klappen müsste. Aber bis jetzt ist da ja gar nichts zu sehen, also... Ja, Michael Kühhorn hat einen Spieler entdeckt. Stürmer 42, 15 Jahre. Das ist eigentlich so der Schnitt, den wir letztens auch hatten. Lassen wir natürlich, holen wir uns. Rafinha kommt zu uns. Hat ihm anscheinend sofort einen Boost gegeben, auf 74 hochgeklettert. Ah, in Gangkam ist der erste Spieler von uns, der Spieler des Monats wird. Zwar nur in der Regionalliga, aber immerhin. Kann ich ihn loben. Glückwunsch zu seiner Wahl zum Spieler des Monats.
freut er sich. Zwei Moralpunkte gewonnen. Sehr schön. So, jetzt kommen die Freiburger. Da haben wir schon das Spiel angesetzt gegen unsere A-Jugend. Einfach weil es zu teuer wäre, sich jetzt schon wieder jemanden da einzuladen für eine dicke, fette Summe. So fett haben wir es ja auch nicht. Ich kann im Moment eigentlich wenig machen, Sponsoren. Ich könnte mal versuchen, den Sponsor mit Freikarten ein bisschen zu besänftigen. Das ist natürlich ein bisschen blöd, ihm gegen die A-Jugend was zu geben. Freikarten. Ja, wen könnte man denn da mal hinschicken? Ich denke mal Kiyotake. Ich glaube, Raphael Schäfer hatten wir ganz am Anfang. Schicken wir mal Kiyotake hin, vielleicht klappt's ja. Darf man natürlich auch nicht zu oft machen, sonst wird der Sponsor irgendwann, sonst wird's langweilig. Da haben wir den Probetraining-Tag nach dem Freiburg-Spiel. Da bin ich auch mal gespannt, was wir da rausholen. Ob es wie bei Bergi dann am Ende 25 gefühlte Tormänner gibt, die dann zu verpflichten sind. Oder ob wir da mehr Glück haben. Gehen wir mal weiter vor in der Woche. SC Freiburg auf Platz 15, wir auf Platz 11. Also das ist ein Spiel, habe ich auch schon gesagt, es wäre eigentlich mal an der Zeit, das zu gewinnen. Dass wir da unten mal wieder uns ein bisschen absetzen können. Ja, die Freiburger können jetzt mal gegen uns mal aufhören mit den Tore stürmen. Danach können sie gerne weitermachen. Wir sehen eigentlich formtechnisch sehr gut aus, auch moralmäßig. Der Vollner ist natürlich ganz oben dabei mit seiner 72 und Moral von, ich weiß, ist glücklich, wahrscheinlich, ja. Balic hat sich auch wieder gefangen, von der Form her. Ist natürlich jetzt die Frage, Kiyotake kommt natürlich wieder ins Spiel, ganz klar. Robert Mack geht jetzt wieder auf die Tribüne, also bei ihm ist ja gar nichts zu holen. Weder stärketechnisch macht er da irgendeinen Fortschritt, sondern noch formmäßig. Ich kann ihn ja so auch nicht von Anfang an da reinwerfen. So, Polter hat auf jeden Fall ausgespielt. Der setzt sich jetzt auf die Bank. Kiyotake kommt für Balic. Wechseln dann natürlich noch die Position mit Vollner. So, jetzt haben wir eine klasse DM. Zwei Sechser wirklich mit einer Topform. Kiyotake einfach wieder drin. Wo ich dann schon das Gefühl habe, dass er da der Mannschaft ein bisschen mehr Spielfluss gibt. Obwohl das Tor natürlich schon schön rausgespielt war gegen Stuttgart. Hat auch der Foul gemacht, souverän. Aber Kiyotake natürlich noch eine ganz andere Hausnummer. Auch wenn er noch nicht so lange jetzt wirklich bei uns ist, hat schon früh sich da positioniert als Spielmacher. So, ich denke, wir bleiben mit der Abwehr schön weit vorne stehen. Pressing auf 70%. Wir wollen da mal, mal klare Verhältnisse schaffen. Wir haben noch nie höher als mit einem Tor gewonnen. Selbst im Pokal war es knapp, 3:2. Das muss sich mal ändern. Wir müssen Tore schießen jetzt langsam. Wir müssen aus dem Quark kommen. Da gibt es überhaupt keine Diskussion. Die Mannschaft sieht so sehr gut aus. Ich könnte natürlich noch schauen, dass wir... Wir haben den Balic auf der Bank als defensiven Mann. Das mit dem Cohen mal sitzen lassen und Robert Mack einfach zur Sicherheit hinstellen. Es kann ja immer mal sein, dass sich einer von außen verletzt. Dann sind wir wenigstens für alle Positionen hier ausgestattet. Cohen wird dann eher auch wirklich ein Spieler für die Zukunft sein, der im Moment da eher noch hinten ansteht. So, Halimi steht wieder in der Mannschaft. Philipp Clement, habe ich ja gesagt, der soll erstmal nicht spielen. Markus Mendler ist jetzt auf LA gegangen. Der Mintal steht jetzt vor dem Sturm. In Gang kam auf der rechten Seite. Das ist eher nicht das, was ich wollte. Deswegen werde ich Halimi jetzt mal diesen Haken wieder wegnehmen. Vielleicht ist es auch zu früh für ihn, wenn er jetzt hier wirklich permanent diesen Druck hat. So, ein Gangkam, da muss ich einfach einstellen, dass er bevorzugt auf der Stürmerposition spielen soll. Weil da ist er verschenkt da außen. Vielleicht hat er auch da auch schon gegen Bamberg gespielt und deshalb ist das Spiel so ausgegangen. So, jetzt sieht das doch schon mit der einzigen Ausnahme, dass ich jetzt Mintern auf der Position habe. Offensiv. Verstehe nicht, warum er da jetzt so abgeschmiert ist bei den RA und LA. Ihn hatten wir doch erst auf LA stehen.
die ganze Zeit. Und jetzt hat er auf einmal da eingespielt halt nur noch von 91%. Vielleicht geht das im Alter nicht mehr so schnell, das schnell verlieren. Ja, jetzt habe ich ein Problem. Jetzt weiß ich nämlich nicht, wo ich Mintal hinstellen soll, ohne halt wirklich dann den Clement hier zu opfern, was eigentlich doof ist. Was ist denn mit Clement? Kann er eventuell außen? Er kann auch nichts anderes als OM so richtig gut spielen. Mintal, er müsste eigentlich in den Sturm, aber ich kann jetzt nicht mit zwei Stürmern spielen. Könnte ich schon. Würde halt einer ausfallen da unten. Nur das ist natürlich dann wieder blöd mit den Jungs außen hier. Könnte er denn rechts Mittelfeld? Ja, dann ist er auch nicht eingespielt. Er ist schon gut auf dem RA. Mendler, bei ihm wäre es besser, wenn wir mit linkes Mittelfeld und rechtes Mittelfeld spielen würden. Dafür mit zwei Stürmern. Da muss ich George opfern. Habe ich denn für das linke Mittelfeld? Hätte ich ihn? Rechtes Mittelfeld? Wen haben wir denn da? Beste Position? Ah, da haben wir nicht so die starken Spieler. Vielleicht Sebastian Gärtner. Der steht aber im DM. Das heißt, es könnte Bier wäre dann der Sechser, der Einzige. Gärtner könnte auf die rechte Mittelfeldposition gehen. Was haben wir denn hier? 4-1-2-1-2. Wie sieht denn das aus? Das sieht so aus. Das ist eigentlich gar nicht mal verkehrt. Mintal geht also nach vorne in den Sturm zu unserem Topscorer und neuen Fußballer des Monats, September. Mendler auf die linke Seite. George, da muss Gärtner hin. So, und der Bier, unser Sechser. Natürlich, jetzt müssen wir gucken, dass wir Philipp Clement auf diese Position setzen. Ein bisschen zu viele Stürmer. Da müssen wir ihn mal rausnehmen. Dass wir da vielleicht noch einen Defensiven reinnehmen. Besa Halimi. Zwar kein Defensiver, aber immerhin noch besser als drei Stürmer draufstehen zu haben. Auf der Bank. So. Ja. Er soll das mal so beibehalten. Co-Trainer-Fragen. Aktuelles Spielsystem beibehalten. 4-2-1-2-1. So, ne, bevorzugtes System. So spielt er also am liebsten. Ja. Gut. Das ist eigentlich dann am sinnvollsten, wenn der Mintal das einfach nicht verlernt hätte so schnell. Er hat ja auf LA gespielt. Die ganze Zeit. Bis ich anscheinend dann gesagt habe, der Besa Halimi muss immer spielen. Dass er dann irgendwann im OM gestanden hat. Weil ich denke mal, das wird er auch nicht mehr so schnell lernen. Er ist ja schon 35, also das wird, kannst du, glaube ich, knicken, dass der das dann nochmal auf die Kette bekommt. Deswegen müssen wir vorhin den Sturm stellen, wo er dann wirklich seine Fähigkeiten noch ausspielen kann mit dem, ja, der Schusskraft, Fernschüsse. Elfmeter ist er dann sowieso unser Topschütze Nummer 1. Sollten wir welche bekommen. Wir gucken noch schnell in die ins News Center. Ja, okay. Da haben wir es anscheinend zu schnell hintereinander gemacht, dieses einen Spieler zum Sponsor schicken, um diesen halt zu treffen. Ja, darf man wahrscheinlich nur einmal im halben Jahr machen oder einmal im Jahr vielleicht. Michael Heinoth, Angebot abgelehnt, hat kein Problem damit, das ist klasse. Sinan Tekechi ist robuster geworden. Roman Kirschbaum hat sein Trainingsziel erreicht. Das werden wir dann gleich wieder anpassen. Ich kann einen Fanartikel sogar zwei aufnehmen. Gut, ich habe die Möglichkeit, 20 Fanartikel insgesamt in die Palette aufzunehmen. Das heißt, das können wir denn noch entwickeln. Da sind wahrscheinlich Handtücher, werden immer gebraucht. Mauspad in dem Computerzeitalter, klar. Marco Schad hat Trainingsziel erreicht. Klicken wir das noch schnell durch. Und dann geht es auch schon weiter. Dann geht es gegen Freiburg. Auswärts. Das machen wir im Textmodus, wie schon angekündigt. Und danach schaue ich mal weiter, wie es mit den folgenden Spielen aussehen wird. So, Sebastian Kittel ist der Letzte, dem ich das hier anpasse. Gut, liebe Leute, das haben wir gemacht. Sonst ist alles bestens. Teamdynamik, die Gespräche, die behalten wir mal noch über bis nach dem Spiel. Es kann ja sein, dass wir ein paar Menschen loben müssen. Ich hoffe natürlich. Alles klar, dann würde ich sagen, wir sehen uns auf dem Platz.